Ab geht es, ihr Lieben, ein neues Video hier in Russian Fishing 4 und ich teste es mal wieder. Es ist mal wieder Zeit für so einen Fisch und für so ein Geangel. Es ist mal wieder Zeit für die Brasse. Also legen wir los, gehen wir ran hier an die Brassen, an der alten Festung, wo auch sonst. Die wichtigsten Spots in den letzten Monaten, kann man sagen, waren immer wieder hier an der alten Festung. Und ich teste heute mal hier in der Nähe vom 5-Meter-Loch. Vielleicht ballere ich auch gleich nochmal rein hier direkt ins 5-Meter-Loch. Erstmal jetzt gerade hier den Bereich. Und je nachdem, wie das hier lübt, vielleicht geht es dann gleich auch nochmal weiter direkt hier in die ganz tiefe Stelle. Bisher ist es, ja, gut, es ist mitten am Tag sozusagen. Es geht jetzt so langsam in die Abendstunden rein. Und es ballern schon die ersten kleinen Fischis rein. Wir können ja mal gucken. Es sind sofort, ging es sofort los mit der Brasse. Dann direkt gefolgt von ein paar Schuppenkarpfen. Und jetzt die kleinen Brassen. Und jetzt gucken wir einfach mal, wie sich das so den Abend über hier entwickelt. Ich werde das mal ein bisschen länger testen. Einfach mal jetzt von den Abendstunden bis in die Morgenstunden rein, würde ich sagen. Einfach mal gucken, was sich da tut und wie sich das jetzt hier, ja, wie sich das verändert. Einfach auch über die Zeit hinweg. Wichtig ist mir einfach jetzt zu sehen, wie ist das halt, wie gesagt, in den Abendstunden, was tut sich da. Und zuletzt war es auch immer so, dass speziell in den Morgenstunden die Brassen auch nochmal sehr gut reingegangen sind. Also nicht nur in der Nacht, sondern sogar so bis 10 Uhr, 11 Uhr ungefähr. Und auch das werde ich jetzt gleich mal testen. Und ja, einfach mal gucken, was da so geht. Wenn sich da was Spannendes entwickelt, schalte ich da natürlich rein. Und erstmal teste ich jetzt hier anfangs alles auf Knoblauchteig, komplett auf Knoblauchteig, Standard Brassen Futtermische, also nichts Besonderes damit gemacht. Man könnte das natürlich auch nochmal optimieren mit, zack, mit spezieller Knoblauchbrassenmische, habe ich aber bisher noch nicht gemacht. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier dran haben. Es kann natürlich sein, dass jetzt hier auch der ein oder andere Schuppi reingeht. Auf das Setup gehe ich gleich im Detail nochmal ein. Das sieht aber hier doch schon mal ziemlich feist aus, was hier reingegangen ist. Und wenn das jetzt hier schon in Richtung Brasse geht, dann hätten wir hier schon einen richtigen Knüppel. Alter, 3 Kilo muss der Brocken haben und mehr. 3 Kilo ist schon gut, mehr geht immer. So, den nehmen wir doch schon mal mit. Sehr, sehr schönes Gerät, ey. So, wieder auswerfen hier, zack. Genau. Ich habe mir so als Ziel da drüben die Palme hier gesucht und werf dann quasi mit allen Ruten da so hin. Wurfreichweite oder geklippt ist das Ganze auf 17 Meter. 17 Meter weit. Ich sag mal so irgendwie 15 bis 17 Meter wird man schon rauskommen. Und ich hoffe einfach mal auf diese dicken, fetten Kandidaten. Was tue ich dafür, dass das so richtig feiste Kandidaten werden? Heute übertreiben wir es einfach mal ein wenig. Und zwar vom Setup her richtig dick mit einem 1-0er Haken. Die ganzen Teige, ich habe immer den Eindruck, dass die Teige so ein bisschen so für die Kleinfische eher sind. So ein Teig reduziert irgendwie immer den gefangenen Fisch, habe ich immer so den Eindruck, so auf keine Ahnung, auf einfach schon mal eine Stufe runter. Und jetzt den Teig einfach mal so ein bisschen oder dieses Runterstufen des Fisches durch den Teig einfach mal mit dem Haken entgegenwirken. Das heißt, den Haken raufsetzen, der Teig setzt es wieder runter hier. Und dann gucken wir mal, wie sich das auswirkt. Sonst bin ich ja gerne mit dem 1er-Haken unterwegs. Aber der 1-0er, der macht es heute. Genau, Setup ansonsten hier. Ne? Futterkörbchen 20 Gramm, normale Futtermische. Und dann gib ihm. Und da haben wir auch schon den nächsten Kandidaten drauf.
Ja, wie gesagt, jetzt gerade am Tag oder in den frühen Abendstunden schon die ersten Schuppenkarpfen auch drauf. Die wollen wir natürlich nicht, aber ich denke, schönes Ding, ich denke, dass die so zum Abend hin vielleicht auch immer weniger werden. Und dass wir dann jetzt hier in der Nacht, auch wenn noch mehr Futtermische drin ist, dass wir mit der Zeit immer mehr von den Brassen reingehen. Wäre zumindest nicht so schlecht. Und man sieht auch von der Frequenz, geht es langsam los. Zack, oh, der ist ein bisschen weiter rechts gelandet jetzt. Egal, lassen wir liegen. So. Ja, wie gesagt, es geht langsam los. Brassenkloppen ist ja was, was so schön auf Frequenz geht, ne? Zap, 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 ein nach dem anderen. Und die 3 bimmelt, die 2 bimmelt. Ich würde sagen, wir lassen die erstmal hier schön ein bisschen bimmeln und beißen. Und ey, da ist direkt der nächste. Und wenn sich dann hier so ein paar Dicke abzeichnen, dann schalte ich immer mal wieder rein. Dann gucken wir mal eben, wie das hier abgeht. Mit einem 6,4-fach sollte das eigentlich ganz gut funktionieren hier. Zack und wieder raus. Genau. Ja, wenn sich da was Großes tut, ja, wie gesagt, dann sind wir wieder dabei. Ansonsten ziehe ich jetzt erstmal ein bisschen, mache mal den Kescher ein bisschen voll. Brasse sollte ja immer so einigermaßen halt auf Frequenz gehen. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. Das ist natürlich geil, ne? Das ist natürlich richtig geil, so will man es haben. Guckt euch das an, Alter. Brassen-Action in Reinform. Zack, 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 zack. 1, 2, 3. An allen Routen lüppt es schon los. Zack, und da gehen sie runter. Die ersten Abendstunden. Oh, und direkt auch hier. Oh, oh, der hat Bock. Oh, guck mal hier. Oh, guck mal hier. Es wird gerade erst dunkel. Und sofort gehen hier die Brassen rein, die richtig schon Spaß haben, die auch richtig abziehen. Alter. Ich bin super gespannt, ob jetzt hier auch ein paar richtig feiste Kandidaten reingehen. Ich hoffe nicht, dass wir hier von Schuppenkarpfen getrollt werden. Ist das ein Schuppi? Ja, das ist ein Schuppi. Der Lümmel, Alter. Komm ran hier. Fast 3 Kilo. 2 Siebener. Zack. Aber da ist auch schon direkt der Nächste dran. Also. Und der Nächste. Oh, und der Nächste auch richtig mit Gewicht. Krass. So soll das sein, ey. So soll das sein, ey. Ich setze mal ein bisschen höher die Bremse. Dann landen wir aber auch richtig im roten Bereich. Also wenn da jetzt gleich was in die Bremse geht. Schön ausjustieren, ne? Dass ihr genau wisst, okay, wenn ein Fisch in diese Bremse reingeht, dann muss er richtig Speck an den Rippen haben. Und das ist eine Brasse. Da haben wir eine fette Brasse. Hat sie das Trophy-Gewicht? Ah, noch nicht ganz. 2,9. Alter. Und hier ist es schon direkt weiter. Hier geht's weiter. Zack. Das ist eher ein bisschen mal kleineres, aber auf der 3 auch schon wieder. Krass, krass, krass. Aber so muss das sein. So wollen wir Brassen kloppen. Nix anders. Zack, Fisch rein, Rute raus, Biss. Direkt wieder von vorne. Jetzt warte ich hier nochmal eben. Die soll sich nochmal eben biegen. Genau, Schnur lässt, geht runter. Geht auch hier, die 1. Geht auch wieder. Also, ihr seht, es lübt. Wir haben jetzt 23 Uhr und wir machen ein bisschen weiter und dann gucken wir später nochmal rein. Ja, kurzer Zwischenstand hier an der Stelle. Wir haben jetzt mittlerweile kurz nach 3 in der Nacht. Es gab jetzt so eine kleine Phase, wo es deutlich weniger gebimmelt hat. Also es sind deutlich weniger Fische reingegangen. Und die Fische, die jetzt gerade gebissen haben, waren auch ein bisschen kleiner. Das heißt tatsächlich, ja, so in der Zeit von, oder ich sag mal so nach 1 bis jetzt ungefähr, echt eher so ein bisschen Flaute, noch nicht ganz so stark. Und ich hoffe mal, dass das jetzt gleich wieder so ein bisschen mehr anzieht. Wir haben jetzt ja, 3:30 am Morgen. Es bimmelt zwar immer mal wieder oder es zieht auch natürlich ab, aber jetzt tatsächlich kurze Ruhepause so ein bisschen. Ich hoffe, dass das dann gleich nochmal wieder richtig anzieht und dann wirklich durchgeht bis circa 10 Uhr morgens. Gucken wir uns das gleich mal an.
So, raus damit und direkt auf die nächsten Dinger. Ja, zwischendurch einfach mal immer dran zuppeln an den Routen, wenn lange Zeit kein Biss kommt oder es wird mal so ein bisschen gezuppelt, aber irgendwie können sich die Fische nicht entscheiden. Auf jeden Fall mal so ein bisschen an den Routen dran rumzuppeln. Manchmal animiert das die Fische, dass sie dann endlich zubeißen. Also heißt einfach hier ganz kurz, also draufschauen, ganz kurz Y klicken. Klick, klick, klick. Auch wenn hier die ganze Zeit nichts passiert, man hat die Ruten im Wasser liegen und es tut sich einfach nichts. Einfach mal ankicken. Das kann schon mal wirken. Gerade bei diesen Frequenzfischen, da muss das halt laufen. Und wenn dann irgendwie ein kleiner Fisch auch vielleicht dran ist, der sich einfach nicht entscheiden kann, dann ist das natürlich schlecht. Der blockiert quasi die ganze Zeit den nächsten Fisch. Der blockiert die Route und man, ne, der lüppt dann einfach nicht. Gleiches Spiel jetzt. Es sind überall irgendwie scheinbar Fische dran. Das heißt, ich zuppel da nochmal dran rum. Hier auf der 3, da ist auch schon was dran. Das zuppelt gerade selbst. Da gehe ich jetzt nicht dran. Aber immer mal wieder so ein bisschen anschlagen und gucken, dass die Fische dann auch mal wirklich zubeißen. Nicht richtig ziehen. Dann bewegt man halt den Köder auch weg. Aber so ein ganz kleiner Ruck, das, hoppala, das kann man dann doch schon mal machen. Schnur stramm ziehen und dann ranhaken. Ja, jetzt haben wir mittlerweile 6 Uhr morgens. Es sind natürlich auch hier immer mal wieder ein paar kleine dabei. Die schmeiße ich alle wieder rein. Die wollen wir jetzt beim Brassenkloppen gerade nicht dabei haben, die unmaßigen. Man könnte die natürlich auch zu Fischfetzen verarbeiten, wenn man es schon kann. Auch das ist bei Brassen natürlich immer super. Zap, zap. Aber heute wollen wir einfach mal nur ein bisschen Cash machen. Gucken, ob hier Frequenz ist und wie das so läuft. Und zack. Da haben wir sogar nochmal einen richtig schönen Brocken drauf. Ich hoffe, dass das eine Brasse ist. Geht sogar noch ein bisschen in die Bremse. Schönes Ding. Wenn das eine Brasse ist, dann ist das richtig gut. Dann hat er Bock. Wobei ich denke, dass richtig die ganz fetten Trophy-Brassen, die würden dann halt noch mehr ziehen. Die zieht nur ein wenig und nicht genug. Gerade bei dem Vorfach sollte man die richtig dicken Trophys schon merken. Auch hier ja dieses Vorfachsmaterial drauf. Gucken wir mal eben im Detail. Vorfachsmaterial fürs Karpfenangeln ist das ja geflochtenes. Man kann aber auch ganz normales Fluorocarbon verwenden in der Gewichtsklasse. Auch das funktioniert super. Oder dieses eingefärbte, die eingefärbte Mono, die sollte auch funktionieren. Also alles in diesem Bereich ist möglich. Ja, Frequenz, man sieht es gerade, steigt gerade so ein bisschen wieder an. Die Morgenstunden, die machen es dann wieder. Gar nicht schlecht, jetzt haben wir 7 Uhr gerade. Guck mal da, so ein kleiner Schuppi. So, und dann gehen wir direkt hier wieder auf die 3. Und ich würde sagen, ich ziehe jetzt hier nochmal ein bisschen durch. Endspurt bis 10 Uhr. Und dann gucken wir gleich mal in den Kescher. Also, die Zeit ist rum. Was war jetzt das Ergebnis? Ich habe tatsächlich noch über 10 Uhr hinaus geangelt. Trotz allem, dass es so wirklich so im Bereich von 9, 9.30 Uhr schon losging, dass eher nur die kleineren Brassen reingerasselt sind. Ab 10 Uhr auch deutlich weniger Frequenz da war. Und wirklich, wenn was gebimmelt hat, dann auch wirklich nur noch die kleinen unmaßigen Brassen reingegangen sind. Heißt also effektiv, wenn man sich mal die Nacht um die Ohren hauen will, so wie ich hier für das Video, gerne einen Daumen da lassen und den Kanal abonnieren. Wenn du sagst, Dankeschön, Alden, dann sage ich auch Dankeschön, Alden. Wenn man mal Bock hat auf die Brassen, dann auch wirklich nur in der Nacht. Und dann einfach gezielt schön irgendwie, sagen wir mal so, ab 18 Uhr hinhocken bis morgens 9 Uhr ungefähr und dann wieder Abfahrt auf die Tagesfische. Dann lohnt sich das auch. Also gucken wir mal eben rein, was hat das Ganze gebracht. Hier haben wir nichts in der Art gefangen. Also gucken wir einfach nur in den Fischmarkt und sehen hier einiges an maßigen Fischen. Ich habe sämtliche unmaßigen weggelassen. Es waren halt jetzt gerade in Morgenstunden ausschließlich diese unmaßigen, silbrigen.
Ja, man sieht es hier, 7 Minuten lang jetzt schon quasi nichts mehr im Kescher gelandet. Sortieren wir mal eben nach Preisen. Die fettesten Brocken liegen hier bei 3,333 Kilo mit 14 Silber. Das ist doch gar nicht so schlecht. Und in Gänze haben wir hier in der Zeit, ja, 200 Silber gemacht. Es sind natürlich, wenn wir jetzt hier die, wo haben wir die, die Fangzeit, da ist es, 53 Minuten. Da war der erste Fisch hier mit drin. Und dann kam ja, das war ja schon in den frühen Abendstunden, und dann kamen hier die ersten paar Schuppis mit rein. Und dann bin ich hier ins Video rein, so ungefähr ab 40 Minuten. Dann ging es auch langsam, ja, im Minuten, alle 2 Minuten Takt ging es dann hier wirklich vorwärts. Also, preislich, alles wunderbar, kann man machen. Rausziehen, ihr Lümmels, Petri zusammen. Wenn ihr das Ganze gefallen hat und geholfen hat, ja, wie gesagt, gerne den Kanal abonnieren und einen Daumen da lassen. Und wir sehen uns das nächste Mal im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags ab 19 Uhr oder im nächsten Video. Petri.